Die Pille wurde eigentlich dazu erfunden, Frauen sexuelle Freiheit zu gewähren. Leider ist oft das Gegenteil der Fall, denn viele Frauen leiden darunter unter Lustverlust. Außerdem führt die Pille zu einem veränderten Körpergeruch der Frau und auch die Duftwahrnehmung des Mannes ist anders. Das heißt, wenn ein Paar zusammen ist und nach ein paar Jahren beschließt, wir wollen jetzt Kinder, sie setzen die Pille ab, plötzlich können sie sich nicht mehr riechen. Ein möglicher Grund für die hohen Scheidungsraten. Was also tun? Es gibt eine Fülle von Verhütungsmitteln und jede Frau muss mit dem Frauenarzt zusammen überlegen, was passt denn am besten zu mir. Ob es das Hormonpflaster ist, was man auf den Oberarm klebt, oder der Verhütungsring, den man selber in die Vagina einfügt und die dann ein paar Wochen vor dem Muttermund liegt und immer Hormone freisetzt. Oder ist vielleicht die Hormonspirale gut? Sie schiebt man in die Gebärmutter hinein, sie verweilt dann ein paar Jahre und schützt ebenfalls durch Hormone. Problem ist, die Hormone haben noch mehr Nebenwirkungen, über die oft nicht gesprochen wird. Wie zum Beispiel fettige Haut und Akne, Haarausfall, Damenbart, ölige Haut und große Poren und braune Flecken im Gesicht. Manchmal Schmierblutungen. Meistens wird ja im Grunde nur über das Thromboserisiko oder vielleicht das erhöhte Brustkrebsrisiko gesprochen. Wer also auf Nummer sicher gehen will und keinen medizinischen Grund für eine Hormontherapie hat, könnte ja mal an eine hormonfreie Verhütung denken. Das gute alte Kondom, die Kupferspirale, sie setzt Kupferionen frei, legt damit die Spermien lahm und macht die Schleimhaut ein bisschen unwirklich für die Niederlassung eines befruchteten Eis. Leider ist die Kupferspirale groß und starr und führt bei vielen Frauen zu verstärkten Blutungen. Also hat sich die Industrie etwas Neues ausgedacht, was eine interessante Alternative darstellt. Es wird zum Beispiel eine Kupferkette verwendet, ein dünner Faden, der mit so einer Lanze in den Gebärmuttermuskel hineingepikst wird. Man hat hier 4 bis 6 Kupferperlen, die Kupferionen wie bei der Spirale freisetzen, hält 5 Jahre und ist eine absolut gute hormonfreie Alternative, ohne dass es zum Libidoverlust kommt. Und wenn das irgendwie komisch erscheint, weil man hier was reinpiekt, für die Leute gibt es dann auch noch den Kupferball, der dann einfach hier in die Gebärmutter eingelegt wird. Wichtig also einfach informieren, gucken, was passt zu mir am besten und immer kritisch hinterfragen.